Da sehen Sie schon, dass das so ein gewisses Gewaltpotenzial mit sich bringt. Das hier abgestellte Fahrzeug könnte vielleicht das hier des Bekannten sein oder Ihr eigenes. Ja, und da bleibt den Kollegen zu zweit nicht viel anderes übrig, als sich ein Stück weit von dieser Suppe zu entfernen. Das heißt nicht, dass die Kollegen ganz und gar aus diesem Bereich rausfahren. Was hier im Nachgang erfolgt, ist die Information weiterer Kräfte, heißt gesteuert über die Leit- und Einsatzzentrale, dann eine Kräfteanforderung. Alle. Versuchen da schon die ersten Straßenfeder rauszufiltrieren, um später gegebenenfalls diese der Strafverfolgung zuführen zu können. Wir sehen jetzt in der Mitte ein Kollege, der vermutlich ein Stein Etikett an die Beine bekommen hat. Der wird von den Kollegen nach hinten gezogen. Sie sehen hier die Einheit, die sich jetzt auf einen Zugriff vorbereitet. Denn hier selbst mit Stöcken werden die Kollegen angegriffen. Entsprechende Störer werden sofort dingfest gemacht. Der Rest der Gruppe setzt sich in den nördlichen Bereich ab. Irgendwo im Zentrum, dort wo wir zunächst erstmal nichts mehr zugreifen können. Wenn Sie beobachtet haben, im hinteren Bereich das zivile Fahrzeug, das ich zu Beginn angesprochen hatte, ein Störer hat sich dahinter versteckt, also ganz nach wie gesagt, und beobachten Sie mal neben, was da passiert. Da hinten ist eine. Dein denn auch. Ich weiß, der könnte ja auch nicht helfen. Wohin alle? Oh, ja, klar, wie
die liegen da genau so ab, wo die Frauen. So, jetzt sehen Sie hier Straftäter, die Aggressoren, die jetzt eben herausgestochen sind durch den Einsatz mit Schlagstock. Diese sind jetzt hier dingfest gemacht worden. Die werden jetzt hier von den einzelnen FETs zusammengestellt und ins Verarbeitungsverfahren gebracht. Verarbeitungsverfahren deshalb, weil, wie anfangs erwähnt, haben wir die Möglichkeit, dies alles zu dokumentieren, formell in die Wege zu leiten, um ganz einfach das Strafverfahren in Gang zu bringen. Sehen wir die Hörer, wie wir sie nennen, werden jetzt abgetastet, werden dann der Identitätsfeststellung unterzogen. Wir haben im hinteren Bereich das weiße Fahrzeug. Das ist unser Gefangenen-Sammeltransporter. Dort gibt es Sitzplätze für in Gewahrsam genommene Personen. Sie werden dann, wenn sie dort platziert werden, an die Gefangenen-Sammelstelle gefahren und dort übergeben.